Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Ein Nutzer hatte noch zwei Fragen zum Video Edgecuts umgehen mit KiCad gestellt und die möchte ich euch hier in diesem Video noch beantworten. Und zwar war die erste Frage, ob diese Edgecut-Linien hier zwingend gelöscht werden müssen und ein neuer Edgecut gezeichnet werden muss. Muss ich natürlich nicht. Ich kann auch diese Linien hier weiter verwenden, indem ich sie zum Beispiel hier anklicke, hier die Maus auf diesem Markierungspunkt positioniere und dann kann ich die auch hier entsprechend anfassen und verschieben und neu positionieren. Die Alternative dazu ist dann hier mit der Taste E kann ich natürlich auch sogar Startpunkte vergeben und meine Linie hier setzen. Wie gesagt, ich empfehle trotzdem die Möglichkeit oder ich empfehle das zu nutzen hier über das Importieren einer DXF-Datei, die ich vorher in einem Konstruktionsprogramm zeichne. Das kann jetzt LibreCAD oder FreeCAD oder auch von mir aus AutoCAD sein, wer das denn sein eigen nennt. Und ich kann hier mal über die interaktive Platzierung mit OK zum Beispiel hier so ein Edgecut positionieren, relativ positionieren und dann hier wieder diesen inneren Edgecut natürlich löschen, so wie ich das im letzten Video schon gezeigt hatte. Warum empfehle ich FreeCAD oder LibreCAD? Weil ich einfach in diesen Konstruktionsprogrammen, was die Bemaßung und so weiter betrifft, deutlich mehr Möglichkeiten habe und auch einfachere Möglichkeiten habe, einen Edgecut zu zeichnen, als das jetzt hier in KiCad möglich ist. Gut, KiCad ist ja auch nicht zum Konstruieren von Edgecuts entwickelt, sondern zum Routen und Verlegen von Leiterbahnen und Bauteilen und zur Schaltplankonstruktion. Die zweite Frage, ich denke, das ist damit beantwortet, die erste. Die zweite Frage ist, was hat es mit diesem Nullpunkt und dem Koordinatensystem hier auf sich? Wir sehen hier unten, das ist also das absolute Koordinatensystem und diesen Nullpunkt kann ich nicht ändern. Und wir sehen hier drüben ein relatives Koordinatensystem. Der Nullpunkt vom Absoluten befindet sich hier oben außerhalb von unserem Leiterplatten-Layout-Programm hier oben in der oberen linken Ecke. Das gilt auch für den Schaltplan hier. Wir sehen also hier unseren Schaltplan. Auch hier diese obere linke Ecke ist der absolute Nullpunkt. Und wo kommt der her? Das möchte ich euch zeigen. Das ist jetzt hier der Seiten-Layout-Editor und hier oben links, das ist unser absoluter Nullpunkt und beide Pläne, also der Schaltplan und auch die Platine, beziehen sich hier exakt auf diesen Nullpunkt. Das ist hier das Layout, was zugrunde liegt und dann kann ich nicht ändern. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich mal Nullpunkte benötige. Irgendwo, das kann ich jetzt hier in meinem Schaltplan sein. Wenn ich also hier einen Nullpunkt benötige, dann kann ich hier mein relatives Koordinatensystem einfach, indem ich die Leertaste drücke, auf diesen Punkt, wo sich gerade aktuell die Maus befindet, mit der Leertaste auf 0 setzen und von hier aus dann mich in jede Richtung bewegen. Und wir sehen, dass dann hier wieder das relative Koordinatensystem von diesem Punkt aus dann mitläuft. Drücke ich egal wo, wieder die Maustaste, seht ihr, wird das wieder auf 0 gesetzt und dieser Punkt dann angenommen. Hier gerade im Platinen-Layout-Programm ist es natürlich ganz wichtig. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel mal hergehen und ich würde sagen, ich möchte jetzt hier von dieser Ecke meinen relativen Nullpunkt setzen und könnte jetzt hier meinethalben ein Bauteil in die Richtung nach oben verschieben. Und ihr seht hier unten, wie sich das Koordinatensystem relativ unten mitbewegt. Und ich wäre jetzt also hier circa bei knapp ja, 4 mm, 4,05 mm nach oben in der Y-Achse. So, das gilt auch hier wieder, wenn ich natürlich wieder einen anderen Punkt haben möchte, drücke ich hier wieder auf die Leertaste und ihr seht, es wird also automatisch immer der Punkt soll gesetzt als Nullpunkt, wo ich gerade mit der Maus mich befinde. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich für meine Platine hier einen kompletten festen Nullpunkt brauche, auf den ich mein relatives
Koordinatensystem immer wieder kalibrieren kann. Wie erreiche ich das? Ich habe hier unten das Werkzeug Rasterursprungspunkt setzen. Das wähle ich einmal an und wir gehen mal davon aus, wir wollen jetzt hier oben diese rechte Ecke nutzen. Ich gehe hier also drauf, klicke einmal und dann sehen wir hier einen Kreis mit einem grauen Kreis mit Kreuz drin und das ist jetzt der Rasterursprungspunkt. Und ich könnte jetzt hier immer wieder, ich beende mal das Werkzeug, hier drauf gehen mit der Maus auf diesen Punkt, na, drauf springen, die Leertaste drücken und hätte dann automatisch mein relatives Koordinatensystem hier immer wieder auf diesen Punkt gesetzt und könnte jetzt hier immer wieder relativ dazu, zu diesem Punkt mich in der Platine bewegen. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Wenn ich jetzt gerade zum Beispiel sehr große Platinen habe, dann reicht mir dieser eine Punkt nicht. Ich kann den hier auch nur einmal setzen. Ich kann aber hier mit der Funktion Orientierungspunkte hinzufügen, hier zum Beispiel noch Orientierungspunkte setzen. Und wenn ich auch hier dieses Werkzeug beende, kann ich auch hier zum Beispiel dann an so einem Orientierungspunkt meine Maus positionieren und mit der Leertaste wieder mein relatives Koordinatensystem dazu positionieren und jetzt hier Verschiebungen vornehmen. Dann sehen wir hier unten links noch einen roten Kreis mit Kreuz. Das ist ein Bohrursprungspunkt und zwar kann ich den hier über dieses Werkzeug erreichen. Ich wähle es mal an, ich setze den hier mal woanders hin. Auch diesen Punkt kann ich nur einmal setzen im Gegenzug zu diesen Orientierungspunkten. Da bin ich frei in der Menge. Und dieser Punkt bezieht sich jetzt für das Erzeugen von Gerber-Bohr-Dateien als Nullpunkt. Was verbirgt sich dahinter? Wir gehen jetzt hier auf Plotten und ich gehe mal hier auf Bohr-Datei erzeugen unterm Gerber. Wir sehen also jetzt hier Gerber-Bohr-Datei und da haben wir hier den Bohrloch-Ursprung. Das ist einmal jetzt eingestellt hier auf Absolut. Das wäre also der absolute Nullpunkt, wie man im Seitenlayout-Editor gesehen haben. Oder hier kann ich auswählen Hilfsachse, wenn ich das anwende. Kann ich jetzt mich auf diesen Punkt hier beziehen? Ich breche mal ab. Würde ich mich jetzt hier also auf diesen Punkt beziehen und das wäre dann 0 und von hier aus würden jetzt die Koordinaten zu den einzelnen Bohrungen hier für die Pins von dem Arduino Nano gesetzt. So, das denke ich soll es mal dazu gewesen sein zum Nullpunkt setzen und ich hoffe damit die Fragen beantwortet zu haben. Wünsche euch noch viel Spaß beim KiCad basteln und tschüss bis zum nächsten Mal.